Ihr werdet es nicht glauben. Es ist der letzte Teamkampf, den ich hier nachkommentieren muss. Ja, ihr habt es richtig gehört. Ich habe es endlich gepackt. Ich habe alle 20, na, keine Ahnung, ob es 20 waren, aber es waren auf alle Fälle wow, es waren auf alle Fälle sehr viele. Und ich muss zugeben, nach der Zeit hat es mich auch ein bisschen, also wirklich ein bisschen angekotzt, wenn man so innerhalb von 2 Tagen so 20 Teamkämpfe kommentieren muss, fällt einem irgendwann nichts mehr ein, was man zu labern hat. Habt ihr vielleicht auch gemerkt. Aber ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht allzu eng. Ich hoffe, ihr seht es als ein kleines bisschen, ja, mit einer kleinen lockeren Art an. Es werden jetzt ab morgen, dem 5.9., werden ordentliche Teamkämpfe kommen, also wieder normal, Live-Kommentation, etc., etc. Und ja, dann könnt ihr euch wieder freuen auf 100% Let's Fabay live und in Farbe, natürlich bei Hero Zero. Ja, bis dahin müssen wir aber diesen Teamkampf hier noch packen, aber wir... Oh, ich hab Schluck auf, das ist nicht gut. Wie ihr vielleicht seht, es ist keine große Kunst hier gegen Carpe Diem. Wir haben zuvor gegen Fight Club leider eine unserer Trainingstrophäen verloren. Aber mal schauen, ob die was Carpe Diem hier für Trophäen hat. Eine hat sie und ich glaube, das dürfte sogar die Trainingstrophäe sein, die uns gefehlt haben, sodass wir dann wieder 5, ja genau, 5 Trainingstrophäen unser eigen nennen dürfen. Und das ist natürlich eine starke Wucht. Bonnyfighter, sie haben 5 Melonen aufgeladen. Das ist natürlich, zeigt schon Stärke. Aber wird sich gegen uns hier nicht irgendwie, wird ihnen gegen uns hier nicht helfen, da wir hier ohne Probleme diesen Sieg hier über die Bühne bringen werden. Erdeka gegen Sunny, jetzt Red Dragon, vorletzte bei Carpe Diem. Chero wird Red Dragon hier besiegen und Supimi ist die letzte im Bunde bei Carpe Diem und Teamleiter 240 schafft es noch nicht. 2404 schafft es noch nicht, sie zu besiegen, aber unser Schildflow erledigt die Sache und besiegt Supimi. 590 Ehre, 19.000 Münzen und eine Trainingstrophäe. Wer hätte es geahnt? Ich freue mich auf morgen und bis dahin, euer Fabay.